Und daher sagt er zum Beispiel, beschreibt Allah Ta'ala die Al-Mu'minun, und wir haben schon mal erwähnt gehabt, ne? Es gibt einen Unterschied zwischen dem Muslim und dem Mu'min. Wenn Allah Ta'ala von Dingen verspricht im Koran, dann verspricht er sie meistens dem Mu'min, nicht dem Muslim. Beispielsweise sagt Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr, die Iman habt, er sagt nicht, o ihr Muslime, oder o ihr, die Islam habt, o ihr, die Iman habt. Wenn ihr Allah unterstützt, also seinen Dien, seine Sache, wird er euch unterstützen. Oder wir haben es den Mursalun, den Rusul, den Propheten und den Mu'minun versprochen, ihnen den Sieg zu bescheren. Er hat aber nicht von den Muslimun gesprochen. Weil wenn im Koran vom Iman die Rede ist, dann ist hier, weil da stellt sich ja beispielsweise die Frage, warum ist die Situation der Muslime so, wie sie ist. Ne? Allah Ta'ala hat an mehreren Stellen den Mu'minun den Sieg versprochen. Aber den sieht man ja schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Allah Ta'ala hat ihnen nicht den Muslimun versprochen, sondern den Mu'minun. Das heißt, der Mu'min, wenn wir vom Iman reden, dann ist hier der absolute Iman gemeint, das heißt die Vollkommenheit des Iman. Das beinhaltet eine gesunde, authentische Aqida, das beinhaltet gesundes, korrektes Verhalten, das beinhaltet das Beachten der Gebote, das sich von den Verboten zu enthalten und derartiges. Deswegen sagt er hier, man sollte sich nicht täuschen lassen davon, wenn du nur einige große, offensichtliche Muharramat gemieden hast, dass du die höchsten Stufen des Iman erreicht hast. Vergleiche dich selbst mit den Stellen im Koran, in denen Allah Ta'ala über die Mu'minun spricht, in denen er ihre Eigenschaften erwähnt. Vergleiche dich, wie viele davon verwirklichst du? Wie viele trägst du in dir? Zum Beispiel sagt Allah Ta'ala, innama al-mu'minun. Hier ist ein ganz interessanter Punkt. Er verwendet das Wort innama. Innama ist ein Begrenzungswort. Das heißt, die Mu'minun sind nur die diese Eigenschaften erfüllen, die hier erwähnt werden. Fehlt eine davon, zähl dich nicht mehr zu den Mu'minun. Zähl dich zu den Muslimun, aber zähl dich nicht zu den Mu'minun. Wie Allah Ta'ala sagt, قالت الأعراب آمنا. Die Beduinen, die Arab, sagen, wir haben den Iman verwirklicht. Das sagen sie. Dann sagt Allah Ta'ala, قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا. Sprich, ihr habt den Iman nicht verwirklicht. ولكن قولوا أسلمنا. Aber sagt, wir sind Muslime. Ihr seid keine Mu'minun. Sagt lieber, wir sind Muslime. Der Iman ist nämlich eine höhere Stufe als der des Islam. Innama al-Mu'minun, die Mu'minun sind nur jene, das nennt er einige Eigenschaften, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Das ist etwas, was vielleicht nur die wenigsten haben. Es sind jene, die, wenn Allah erwähnt wird, wenn sein Name erwähnt wird, das sind jene, die bei der Erwähnung Allahs oder deren Herzen bei der Erwähnung Allahs erbeben, vor Furcht, vor Ehrfurcht, vor Respekt. Na. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Also Allah Ta'ala erwähnt hier einige Eigenschaften. Erwähnt anschließend, وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Und das sind jene, wenn ihnen unsere Verse vorgelesen werden und vorgetragen werden, die einen Zuwachs und Zusteigerung ihres Imans vernehmen oder verspüren. Und das deutet auch auf die Aqida der Ahlus Sunna wal Jama'a hin. Oder Imam Bukhari unter anderem ist einer von denen, die in seinem Sahih diese und ähnliche Verse anführten. Als Beweis für die Aqida der Ahlus Sunna, dass der Iman zunimmt und abnimmt. Der Iman kann zunehmen und abnehmen, im Gegensatz zu der Aqida der Murji'a, die behaupten, dass der Iman eine einzige feste Substanz ist oder eine Sache ist, die nicht zunimmt und nicht abnimmt. Wie zum Beispiel der Tahawi sagt, der Tahawi in seiner Aqida, er hat auch diesen Fehler begangen. Er sagte, wal mu'minuna fi aslihim sawa.
oder so ähnlich. Er sagt, die Mu'minun sind in der Grundlage des Iman alle gleich. Also da gibt es keinen Unterschied, aber das ist nicht der Akhide der Sunna. Er sagt dann weiter, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und das sind jene, die nur auf ihrem Herrn vertrauen und auf sonst niemanden. Den Tawakkul, das Vertrauen, haben sie nur in ihm und sonst niemanden. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ, die das Gebet verrichten. Aber das Wort Al-Iqama heißt nicht nur Gebet zu beten. Al-Iqama bedeutet, das Gebet so zu verrichten, wie es sich gebührt. Das heißt, zur Zeit, das heißt, mit Khushu', Demut, mit geistiger Anwesenheit, dass man nicht geistig abwesend ist, dass man das mit ihren Adab verrichtet, mit den Sunnan des Gebets, dass man die Sunnan nicht unterlässt. Dazu gehören auch die Rawatib, die Sunnan, die vor dem Gebet gebeten werden, danach die Sunnan während des Gebetes. Iqamus Salah bedeutet also, das Gebet auf die vollkommenste Art und Weise zu verrichten. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Und das sind jene, die von dem ausgeben, was wir ihnen beschert haben. Die von dem Rizq, den wir ihnen gegeben haben, ausgeben. Und nachdem er diese Eigenschaften genannt hat, das waren hier, wie viele Eigenschaften? Wir haben hier 3, 4, 5 Eigenschaften hat er genannt. Und dann sagt Allah Ta'ala, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. Das sind die wirklichen Mu'minun. Das heißt, fehlt eine von diesen Eigenschaften, dann gehört man nicht mehr zu diesem Kreis. Ebenfalls erwähnt Allah Ta'ala eine andere Eigenschaft der Mu'minun, an der man sich selbst messen sollte. Und nach dem Messen, wenn man sich selbst misst und merkt, dass man irgendwo nicht den Rang eines Mu'min erreicht hat, dann macht man das ja natürlich nicht nur, um festzustellen, wo man ist, sondern um darauf hinzuarbeiten, besser zu werden. Allah Ta'ala sagt, Al-Ta'ibun, Al-Abidun, Al-Hamidun, Al-Sa'ihun, Al-Raki'un, Al-Sajidun, Al-Amiruna bil-Ma'ruf, Wal-Nahuna anil-Munkar, Wal-Hafidhuna li-Hududillah, Wabashiril-Mu'minin. Auch dieser Vers wird beendet mit diesem Wort, Wabashiril-Mu'minin, und gebe den Mu'minun frohe Botschaft, also denen, die hier erwähnt worden sind. Wer sind sie? At-Ta'ibun, die Reumütigen, die, sobald sie eine Sünde begehen oder einen Fehler begehen, einen Fehltritt, eine Missetat von ihnen ausgeht, die das bereuen, bedauern und von ihr ablassen. Al-Abidun, die sich der Dienerschaft Allahs hingegeben haben, Diener Allahs, die Ibadah Allahs verwirklichen, und das beinhaltet, das Gehorsam, das absolute Gehorsam. Ebenfalls sagt er dann, Al-Hamidun, die ihn lobpreisen, die ihn ständig lobpreisen. Hier ist eine wichtige Sache. Alle hier genannten Wörter, alle Eigenschaften, die hier genannt worden sind, die wurden als ein Partizip aktiv genannt. Partizip aktiv, das kennt ihr vielleicht aus dem Deutschen auch. Beispielsweise haben wir ein Verb, laufen. Laufen. Partizip aktiv, Läufer. Das heißt, es deutet auf eine Beständigkeit hin. Das ist nicht etwas, was mal kommt und dann wieder geht. Diese Wörter deuten auf Beständigkeit hin. Also das ist eine feste Eigenschaft dieser Person, fest verwurzelt in ihnen. Sie sind ständig so. Das heißt, jemand, der mal Tauba macht, mal bereut eine Sünde, die er getan hat, mal bereut er sie nicht. Das ist kein Taib. Also er fällt nicht unter diese Kategorie. Jemand, der sich der Ibadah zuweilen hingibt und zuweilen sich abwendet, ist kein Abid. Und genauso hier die anderen. Jemand, der Allah Ta'ala gelegentlich lobt und gedenkt, ist kein Zakir. Der kann sich nicht darunter zählen. As-Sa'ihun, die Fastenden. Das Fasten ist eine besondere Ibadah, da man sich beim Fasten von den Köstlichkeiten und Genüssen dieser Welt zurückhält, bestimmte Zeiten. Deswegen erwähnt er auch in einem Hadith, dass alle Taten des Banu Adam für ihn sind, außer das Fasten, das ist für mich, für Allah Ta'ala. Al-Raki'un al-Sajidun, die sich
Niederwerfenden und Beugenden, damit ist das Gebet gemeint, die sich öfters in diesem Zustand befinden. Diese Eigenschaften, die hier erwähnt worden sind, das, die betreffen nur dich selbst. Die Ibadah betrifft dich selbst im ersten Sinne, die Tauba betrifft dich selbst, der Hamd, das Preisen und Loben Allah Ta'ala, das betrifft dich selbst. Aber hier ist der Diener noch nicht vervollkommnet. Die Vollkommenheit des Menschen ist hier noch nicht beendet. Denn wenn der Mensch sich selbst vervollkommnet hat, dann strebt er danach, seine Umgebung ebenfalls dazu zu bringen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Al-Amiruna bil-Ma'ruf, diejenigen, die das Gute gebieten, die das Gute gebieten, وَنَّهُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, und jene, die das Schlechte verbieten, die Menschen davon abhalten. Daher sagt Ibn Kathir, rahimahullah, als er diesen Vers erwähnt hatte, er sagt ungefähr, dass diese Menschen zwei Eigenschaften also innehaben oder verwirklicht haben. Die uneingeschränkte und absolute Dienerschaft gegenüber Allah Ta'ala und die Aufrichtigkeit mit den Menschen, dass du ihnen das Gute gebietest und das Schlechte untersagst, das machst du ja mit einer gewissen Aufrichtigkeit, mit einer gewissen Fürsorge auch für sie. Ebenfalls erwähnt er dann weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel in der Surat al-Mu'minun, die heißt auch schon Surat al-Mu'minun. Da sind viele Eigenschaften der Mu'minun erwähnt, sollte man lesen, besonders am Anfang. Er erwähnt Allah Ta'ala einige Eigenschaften der Gläubigen. Ebenfalls die Aussage Allah Ta'ala, wa ibadur Rahman, und die Diener des Rahman, الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا, das sind jene, die auf der Erde maßvoll herummarschieren. Das heißt maßvoll. Haunen, demütig, bescheiden. Also die nicht stolzieren auf der Erde beim Laufen, rumtrampeln. Ja. Oder wie man das halt so kennt, das hochmütige, stolze Herumspazieren auf der Erde. Auf die anderen, die Blicke und so weiter, das ist bekannt, wie das aussieht. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, und wenn sie von den Ignoranten angesprochen werden, von den Jahilun, mit Jahil ist hier nicht gemeint Jahilul Ilm, jemand, der kein Wissen hat, mit Jahil ist hier gemeint, der dich auf eine schroffe Art und Weise begegnet. Also auf eine Art und Weise, wie es sich halt nicht gebührt, jemanden anzusprechen. Was ist hier die Eigenschaft der Ibadur Rahman? Er sagt, وَإِذَا فَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, und wenn sie von den Jahilun angesprochen werden, also auf eine Art und Weise, die beispielsweise Schimpf beinhaltet, oder wie gesagt, eine schroffe Art und Weise der Ansprache, eine herablassende Art, mit jemandem zu sprechen, sie begegnen ihnen nicht auf die gleiche Art und Weise. Also sie kontern das nicht mit Gleichem oder Schlimmerem. Aber قَالُوا سَلَامًا. Was heißt قَالُوا سَلَامًا? Assalamu alaikum. قَالُوا سَلَامًا, sie sagen schonungsvolle Worte. Sie sagen milde, schonungsvolle Worte. Also sie kontern das nicht auf gleiche Art und Weise. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, und das sind jene, die für ihren Herrn in den Nächten, die ihre Nächte im Sujud und im Qiyam verbringen. Wie Allah Ta'ala auch sagt an anderer Stelle, وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, und nur wenig in der Nacht schlufen sie. Das sind halt Eigenschaften und weitere im Koran, die man lesen sollte und sich selbst damit messen sollte.